Ich habe eine Einladung zu einer Party bekommen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, ob ich dorthin gehen soll. Irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Weil Freunde sind sie nicht wirklich, aber wenn ich nicht hingehe, bin ich noch mehr draußen, als was ich eh schon bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich kann es einmal probieren. Vielleicht wird es ja besser. Schauen wir mal. Hey, gib mit! Na, was ist jetzt mit der Party? Jetzt ist nicht so langweilig. Das wird eh cool. Es wird eine megamäßige Fete. Komm. Komm. Jetzt sei nicht so. Du bist eine Spielverderberin. Nicht so langweilig. Du wolltest immer dabei sein. Blauwal, was ist? Komm mit. Ah, die traut sich wahrscheinlich nicht. Hast du den Blauwal gesehen? Ja, unglaublich, dass sie dich mit so einem Gewand dahertraut. Das beleidigt meine Augen. Ja, hast du das gesehen? Also der Rock, dieses Kleid oder was das sein soll? Da kriege ich Augenkrebs. Ja, unglaublich. So was Schicks habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ach, den Geschmack hätte ich gern, wirklich. Hallo Blauwal, du bist da. Magst du tanzen gehen? Was ist denn das? Ein interessantes Kleid. Ja, du kannst auch mit dem tollen Kleid tanzen gehen. Wir sind da auf einem Ball. Sie hat irgendwie nicht mitgekriegt, dass das da eine Jugendlichenparty ist und keine Ballveranstaltung. Und dann mit so einem eigenartigen Kleid da durch die Gegend. Da schauen. Kann man? Na, vielleicht müssen wir ein bisschen nachhelfen. Aha, okay. Mit was sie die da hertraut. Ja, das war fast ohne Kleid, besser. Naja, vielleicht können wir da nachhelfen, da hinten. Weiter runterschauen. Stopp! Was ist? Ich will das nicht! Warum zierst du dich so? Lasst mich! Oh, der Blauwal wird krantig. Oder musst du dich ärgern, Ja, ist doch nicht so schlimm, oder? Aber nicht sagen, dass du schon nach Hause gehst, Ist es zu wild für dich auf der Party, Wir wollen doch nur einmal knapp, also kurz drunter schauen. Lasst mich in Ruhe! Stopp! Ja, bist wahnsinnig! Was soll denn das? Du suchst Streit? Stopp! Lasst mich in Ruhe! Sonst, weiß ich nicht. Geht mir aus dem Weg! Jetzt beschwert. Hey! Au! Oh, die ist ja wahnsinnig geworden. Warum so wütend? Ah, also das war die furchtbarste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich hätte dort nie hingehen dürfen. Ich habe gewusst, dass sie gemein sind, aber dass sie so gemein sind. Und ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Ich bin explodiert. Und jetzt kam auch noch der Brief, wo drinnen steht, dass ich aus der Schule muss. Ich mag ja die Schule, aber nicht dort. Oh Gott, bin ich froh, dass das jetzt hoffentlich vorbei ist und ich endlich da rauskomme.